Liebe finden an einem etwas anderen Filmset, in die Armee eintreten, um der Vergangenheit zu entfliehen und zum Namengeber eines ganzen Theaters werden. Nach The Addams Family blieb das Leben für die Originalbesetzung mysteriös und unheimlich. John Astin war vielen Zuschauern ein bekanntes Gesicht, bevor er Gomez Adams spielte. Er hatte denkwürdige Auftritte in The Twilight Zone und The Donna Reed Show, bevor er in seiner eigenen Serie I'm Dick in C's Fenster gecastet wurde, die von 1962 bis 1963 32 Folgen lang lief. Die Addams Family öffnete Astin viele Türen, da er später in The Phyllis Diller Show, Night Gallery und Night Court auftrat. Er wiederholte auch die Rolle von Gomez in dem Halloween-Fernsehfilm von 1977 mit der New Addams Family. Im Jahr 2002 begann Astin, Schauspiel und Regie an seiner Alma Mater von James Hopkins zu unterrichten, als er Direktor der Abteilung für Theaterkunst und Studien und Homewood Professor of the Arts wurde. Ihm wird die Wiederbelebung der Theaterabteilung der Universität zugeschrieben. Das Campus Theater wurde sogar nach ihm benannt. Bevor sie Morticia Addams spielte, hatte Carolyn Jones zahlreiche Rollen in Western- und Suspense-Filmen der 50er Jahre, darunter Alfred Hitchcocks Klassiker von 1956 The Man Who Knew Too Much. Sie erhielt auch eine Oscar-Nominierung für The Bachelor Party von 1958. Nach der Addams Family trat Jones regelmäßig in beliebten Fernsehsendungen wie Batman, Mod Squad und Fantasy Island auf. Sie kehrte auch zu ihren ehemaligen Castmates für den Halloween-Fernsehfilm von 1977 mit der New Addams Family zurück. Ihr letzter Leinwandkredit war eine Hauptrolle in der Seifenoper Capital aus den 80er Jahren, in der sie die Matriarchin der politisch mächtigen Familie Clegg spielte. Tragischerweise starb Jones 1983 im Alter von 53 Jahren an Darmkrebs. Sie wurde im Jahr zuvor diagnostiziert, aber sie war entschlossen, ihre Rolle im Capital zu spielen und sie konnte dies im Rollstuhl tun. Maybe we shouldn't have taken his axe away when he was a baby. He seemed so happy chopping up things. And it was good exercise. Die Geschichte von Jackie Coogan ist eine Geschichte des Triumphs über die Tragödie. Dieser Sohn berühmter Varieté-Künstler, der weithin als der erste Kinderstar gilt, begann seine Filmkarriere bereits als Baby. 1914 geboren, wurde er erwachsen, als die Stummfilmzeit endete, aber sein Ruhm verebbte, als er gerade mal 16 war. Von 1930 bis 1939 hatte Coogan nur 8 Bildschirmauftritte. Anschließend meldete er sich zum Dienst im Zweiten Weltkrieg an und beschloss 1950, die Schauspielerei ganz aufzugeben und als Verkäufer zu arbeiten. Sein Ruhestand war jedoch nur von kurzer Dauer. Zwischen 1951 und der Premiere von The Addams Family hatte er Rollen in über 70 Filmen und Fernsehsendungen. Und Coogans Darstellung des verrückten Onkel Fester war noch lange nicht das Ende seiner Leinwandkarriere. Er war regelmäßig bei The Red Skelton Hour zu sehen und arbeitete ständig an verschiedenen anderen Shows und Filmen, anschließend einer denkwürdigen, etwas unkenntlichen Wendung bei The Brady Bunch. Er starb 1984 im Alter von 69 Jahren an Herzversagen. Als Butler der Addams war Ted Kasdy mehr zu sehen als zu hören, wobei seine bloße Anwesenheit seine Szenen mehr dominierte, als seine Dialoge jemals könnten. Seine tiefe Darbietung von »Du hast geklingelt« wurde zu einer der denkwürdigsten Zeilen der Show und seine Popularität brachte sogar einen Tanzwahn namens The Lurch hervor. You're more than an employee to us. You're like one of the family. Kasdys Größe und sein unwechselbares Aussehen machten ihn während seiner gesamten Karriere zum Thema Typografie. Bei ihm wurde eine Erkrankung namens Acromegalie diagnostiziert, eine Hypophysenerkrankung, die übermäßiges Wachstum verursachte. Dies führte nicht nur dazu, dass er fast 7 Fuß groß wurde, sondern auch für seine tiefe und dröhnende Stimme. Wo also ein überragender Schauspieler gebraucht wurde, konnte man wahrscheinlich Kasdy finden. Zu seinen späteren Rollen gehörten Teile in TV-Shows wie Ironside und Star Trek. Er sprach auch zahlreiche Zeichentrickfiguren aus und es war seine Stimme, die die Eröffnungseinführung zur Fernsehserie Der unglaubliche Hulk sprach. The creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Kasdy starb jung, nur 46 Jahre alt. Die Ärzte hatten eine große, gutartige Masse an seinem Herz entdeckt. Die Komplikationen der Operationen zur Entfernung waren zu viel für ihn, als er 1979 starb. Marie Blake, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Blossom Rock, spielte die Großmutter in The Addams Family. Außerhalb von The Addams Family war sie wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Rolle als Sally, die Telefonistin in der beliebten Filmreihe Dr. Kildare. Leider würde Grandmama Blakes letzte Rolle sein. Kurz nachdem die zweite Staffel der Show gefilmt war, erlitt sie einen Schlaganfall, der ihre Schauspielkarriere effektiv beendete. Es wirkte sich auch stark auf ihre Rede aus und machte es ihr unmöglich, sich mit ihren ehemaligen Castmates für den Halloween-Fernsehfilm mit The New Addams Family wieder zu vereinen.
In ihrem Ruhestand wohnte Blake im Motion Picture and Television Country House and Hospital. Es wurde berichtet, dass sie von dort aus den Fernsehfilm ansah, der Monate vor ihrem Tod im Januar 1978 im Alter von 82 Jahren ausgestrahlt wurde. Ken Weatherwax hatte nur eine Rolle auf der Leinwand außerhalb von der Addams Family. Sein Leinwanddebüt war der klassische TV-Western Wagon Train und kurz darauf wurde er als Pugsley Adams gecastet. Nach 64 Folgen hatte Weatherwax keine andere Rolle mehr, bis er 1973 einer Folge der Zeichentrickserie Addams Family seiner Stimme verlieh. Er spielte erneut Pugsley in dem Halloween-Fernsehfilm von 1977 mit der New Addams Family. Von diesem Zeitpunkt an war er das Opfer von Typografie sowie Mobbing und Hänselei seiner Schulkameraden. Wie er es in einem Interview von 2008 ausdrückte: "Ehrlich gesagt bin ich nicht gut damit zurechtgekommen. Ich wurde aus ungefähr 6 oder 7 Schulen geschmissen und bin mit 17 in den Dienst gegangen." I didn't have a problem with the recognition while I was in the service. Weatherwax begann schließlich hinter den Kulissen zu arbeiten, als er Gigs als Grip- und Setbilder für verschiedene Produktionen landete. Dann starb er 2014 im Alter von 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Es fanden 2 Beerdigungen statt, eine für die Familie und eine weitere für Fans. Obwohl sie nie mehr als eine riesige Haarpracht gesehen haben, die seinen gesamten Körper bedeckte, war Cousin It mit Sicherheit eine der denkwürdigsten Figuren in der Addams Family. Its Dialoge, gespielt von Felix Siller, waren nie mehr als Kauderwelsch und verschleierte Sillers Identität auf jede erdenkliche Weise. Als kleiner Mensch, der in Hollywood arbeitete, war das für den Schauspieler selbstverständlich. Wie viele kleine Leute kämpfte Siller darum, Arbeit in der Branche zu finden, die über die stereotypischsten hinausging. Zum Beispiel spielte er sowohl einen Troll als auch einen Kobold in Episoden der Sitcom Bewitched und einen Zirkusartisten in The Girl from U.N.C.L.E. Er war oft hinter sperrigen Kostümen und starkem Make-up verborgen, wodurch er für viele Zuschauer im Wesentlichen nicht wiederzuerkennen war. Sinners Größe ermöglichte es ihm auch, Arbeit als Stunt-Double oder Ersatz zu finden. Dies führte zu Auftritten in Filmen wie Indiana Jones in The Temple of Doom, E.T. und Howard the Duck. Im April 2021 starb er im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Kampfes gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Parley Bayer spielte Bürgermeister Arthur Hansen in The Addams Family. Das war eine von vielen Autoritätspersonen, die er im Laufe seiner Karriere spielte, da er oft als Richter, gewählter Beamter oder Polizist besetzt wurde. Bayer spielte auch viele freundliche großväterliche Typen. Dazu gehörten Doc Appleby in The Dukes of Hazzard, Judge Parker in L.A. Law und eine seiner letzten Rollen, Miles Dugan, in der Tagessoap The Young and the Restless. Er hatte auch einige denkwürdige Filmrollen, darunter Grandpa Anderson in License to Drive von 1988, in dem er der überfürsorgliche Besitzer des alten Cadillac war, der in der Obhut von Corey Haimes' Vater blieb. Trotz der Typisierung in seinen späteren Jahren hatte Bayer das Gefühl, dass Schauspieler in seinem Alter immer noch eine wichtige Rolle in der Branche spielten. Als er nach seiner Rolle in The Young and the Restless gefragt wurde, sagte er der Los Angeles Times: "Ich hoffe, es wird die Tatsache ans Licht bringen, dass Menschen, die das Alter von 65 oder mehr erreicht haben, nicht fertig sind." Eddie Quillen kam mit jahrzehntelanger Schauspielerfahrung zum Set von The Addams Family. Von Hauptrollen in verschiedenen Kurzfilmen aus den 20er Jahren bis hin zu Nebenrollen in Dutzenden von Westernfilmen der 30er Jahren hatte er einen beachtlichen Lebenslauf. In den späteren 50er Jahren sprang er dann in verschiedene Shows im Fernsehen und schaffte es schließlich zu 5 Folgen von The Addams Family, in denen er mehrere Charaktere spielte. Nach seiner Zeit bei The Addams Family hatte Quillen denkwürdige Auftritte in Policewoman und Little House on the Prairie. Sein Talent wurde von Hal Kanter, dem Schöpfer der Sitcom Julia, anerkannt, in der Quillen die Rolle des Postboten Eddie Edson spielte. In einem Interview mit der Los Angeles Times von 1981 enthüllte Quillen: "Das erste, was ich tat, wenn ich am Set war, war zu sehen, wo die Türen sind, wo die Requisiten sind und fand heraus, was für Unsinn ich tun konnte." Quillen starb 1990 im Alter von 83 Jahren an Krebs. Ein weiteres bekanntes Gesicht aus Addams Family war der legendäre Charakterdarsteller Vito Scardi. Bevor er Sam Picasso und ein paar andere Charaktere spielte, war er das, was die Los Angeles Times als modernen Mann mit tausenden Gesichtern bezeichnete. Seine Familie stammte aus Neapel, Italien, und sein südländisches Erbe führte ihn zu Rollen, die häufig lateinamerikanischen, italienischen oder nahöstlichen Ursprungs waren. "Oh, Mr. Picasso, my husband's been telling me about you." "Oh, that's a lie. I run an honest gallery." Scardi spielte in einer Episode der Andy Griffith Show einen Roma-Mann, einen japanischen U-Boot-Kapitän auf Gilligan's Island und verschiedene Rollen der amerikanischen Ureinwohner im Western von Gunsmoke. Auf der großen Leinwand tauchte er in The Godfather als Nazarene auf. Er arbeitete weiter, bis er 1995 in den Ruhestand ging und trat in zahlreichen Fernsehsendungen wie Who's the Boss und Columbo auf. Seine letzte Filmrolle war 1995 die Mafia-Komödie Get Shorty.
Abseits der Leinwand sammelte Scully Geld für den Carmen Fund, der nach seiner Tochter benannt wurde. Die Wohltätigkeitsorganisation war Teil des Fonds, einer Highschool, um behinderten Schülern finanzielle Hilfe zu leisten. Scullys Tochter war eine der ersten Patienten, die sich eine Operation mit einem Wirbelsäulenimplantat unterzog. Er starb im Juni 1995 im Alter von 78 Jahren. Rolf Sedan spielte in einigen Folgen von The Addams Family den verdächtigen Postboten Mr. Briggs. Er war ein erfahrener Schauspieler mit einer langen und bewegten Karriere, die in der Stummfilmzeit begann. Mit fast 300 Screen-Credits vor Addams Family machte er sich als Bitspieler einen Namen, bevor er als regelmäßiger Gast in der George Burns und Gracie Allen Show berühmt wurde. Sedans Erfahrung in Radio, Theater und Film ließ ihn bis Ende der 70er Jahre kontinuierlich arbeiten. Er trat in beliebten TV-Shows wie Maud und Kung Fu und in kleinen Rollen in Filmen wie dem Mel Brooks-Klassiker Young Frankenstein auf. Er ging 1977 in den Ruhestand, wenige Jahre vor seinem Tod am 15. September 1982 im Alter von 86 Jahren. Kinderstars haben oft tragische Geschichten und leider ist Lisa Loring, die Wednesday Addams spielte, nicht anders, da sie im jungen Alter von 15 Jahren Mutter wurde. In den 70er und frühen 80er Jahren spielte sie sporadisch in kleinen Rollen. Und dann wurde sie Maskenbildnerin für ein Filmstudio für Erwachsene. Am Set eines solchen Erwachsenenfilms lernte sie ihren dritten Ehemann, den Schauspieler Jerry Butler, kennen. Die Ehe hielt jedoch nicht und Loring begann Heroin zu nehmen, um damit fertig zu werden. Der Stress in ihrem Leben wurde durch den Selbstmord ihres Freundes Kelly Van Dyke noch verstärkt. Aber letztendlich war Loring entschlossen, sich nicht schlagen zu lassen. 1992 trat sie in die Reha ein, schloss sie ab und wurde clean. Anschließend arbeitete sie in einer Innenarchitekturfirma und hat seitdem einige Leinwand-Credits gesammelt, zuletzt 2015 in Dr. Spine. Berichten zufolge konzentriert sie sich jetzt hauptsächlich auf ihre Familie und tourt jedes Jahr auf verschiedenen Kongressen.